So, eine Kaugummi später sind wir auch schon wieder zurück. Hier bei Lego Star Wars, die komplette Sache. Bitte eine Kaugummi-Länge später. Eine Wenn wir Kaugummi. schon mit Zeiten Okay, arbeiten, dann. also, um es präzise zu sagen, eine Kaugummi-Kürze später. ja, deshalb, weißt du, was witzig ist? Wir haben jetzt nämlich das passende Level dazu: Five Gums. Nee, ist kein Product Placement. Und da würde ich sagen, Und so, nachdem es also, letzte ganz Mal kurz. gescheitert sind, ja. Nee, also ganz kurz. Bislang. Also wir sind bei unseren Verhandlungen gescheitert. Dann haben wir als Konsequenz dessen natürlich den Planeten invasiert, zu zweit. Da kamen uns die Druiden zuvor, deshalb mussten wir fliehen. Dann sind wir in Jordanien abgestürzt. Und jetzt kommen wir wieder zurück, um die Druiden, die wir vorher schon nicht besiegt haben, also die eigentlich viel schwerer zu besiegen sind als die Palastwachen und generell die Besatzung von Naboo, zu invasieren. So ungefähr. Okay. Das ist vielversprechend. Würde ich auch sagen. Mein Controller funktioniert übrigens wieder, Leute. Oh Wunder. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Kapitel 5. Eroberung des Palastes. Auf Coruscant, erkennt Königin Amidala. Wann waren wir auf Coruscant? Danke, Spiel. Dass der Senat von der Handelsföderation korrumpiert ist und sich hinter seiner eigenen Bürokratie versteckt. Ja, das kennen wir in Deutschland. Enttäuscht kehrt sie nach Naboo zurück. Mit Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Captain Panaka, dem Astromech-Droiden R2-D2 und Anakin Skywalker, dem jungen Podracer von Tatooine. Einem Yeti, ne Roastbeef, ne Pizza, plant Amidala nun die Rückeroberung des Königspalastes und. Ach, nee. War keine Zeit, hier witzig zu sein. Ich meine, es war nicht besonders witzig, aber ich habe nicht mal die Zeit, es zu versuchen. Man möge jetzt meinen, wir dürfen jetzt diese coole Schlacht spielen. Aber nein, meine Freunde. Werden wir nicht. Warum musstest du das sagen? Ich hatte kurz Hoffnung. Bist wirklich grausam. Ja, da fahren wir ein tolles Fahrzeug. Und Amidala dabei. Ja, und auf einmal haben wir jetzt R2-D2. Genau, den man vorher überhaupt nirgends gesehen hat. Und auf einmal sieht es anders aus. Ist mir früher alles nicht aufgefallen. So. Verschwende jetzt mein Power-Up. Das mache ich wirklich gerne. Bin ich ehrlich. Also, wenig bereitet mir mehr Freude. Ja, ach so. Was soll das denn? Ey, lass mich runterspringen. Kann es nicht zerstören. Warum? Der andere Baum. Weiß nicht. Ich kann das nicht entscheiden jetzt. Ah, Ey, nimm tschüss. mich mit. Nimm mich mit! Tschüss. Stark gemacht. Ja, also, sie sind fa viele sind gestorben. Und ich habe hier 0 Münzen. Man verliert hier sehr viel Geld, wenn man stirbt, Leute. Falls es nicht aufgefallen ist. Nee, überhaupt nicht. Warum? Nein! Ich kann das Druidikus üben. Okay, wenigstens kannst du die Münzen schnell einsammeln. Ja, jetzt. Mach mal du auch was hier. Ja, mach mal du auch was hier. Ich fahr jetzt hier weiter rum. Ja, du fährst mich ganz weit um. Ach, tue ich das? Das jetzt geschafft. Das sehe ich anders, dass ich dich umfahre. Oh nein. Oh Mann. Und vor allem auch, wenn man aus dem Ja, Fahrzeug hoppla. katapultiert wird, wenn man das Leben vom Fahrzeug verloren hat, dann ist es ja auch so. Ja. Ja, ich bin kurz Ich hier sehe verwirrt. nix. Ja, ich weiß.
Ja, weil das Spiel lässt mich auch nicht wechseln. Aber ich bitte Minikit. Ach so, doch jetzt. Da kommen wir wieder runter. Nein. Oder? Okay, warte. Ah, verdammt. Ah. Bin ich runtergesprungen. Ja, nächstes Mal müssen wir beide. Warte, ich wechsle jetzt mal zur Medaille. Ja. Ach, ist das schön. Ja, schau mal, wie viele Münzen du liegen lässt. Ich bin halt da noch nicht rübergesprungen. Nein. Okay. Münzen. Paar können wir sammeln hier. Nein. Dafür sind wir zu schlecht. Also zu klein, zu klein vor allem. Zu. Ja, zu klein. Zu. Also ich bin ja wirklich erst 14 oder so. Oder 13? 14 glaube ich. 11? Weiß ich nicht. Waren wir schon, sorry. Mhm. Ah. Naja. Also so schlimm. Müssen so. Also ich bin gefühlt nur noch nicht so lang Geschlechtsreif, sag ich mal. Glaube ich. Wie es bei dir ist, weiß ich nicht. Ich bin ein Druide. Also, ich dachte, bist du doch kein Panak. Nee. Aber dass du jetzt so dies bist, hast du es natürlich noch besser gemacht, wie es mit dir ist. Ja, das weiß ich dann erst recht nicht, wie es mit dir ist. Ja, sehr gut. Ja, warte, wir haben noch einen kleinen Charakter, der kann doch hier rein, mach. Oder? Ah. Bin klein, mein Herz ist rein. Achso, der muss einfach nur hier rüber. Das ist ja mega sinnlos. Danke. Damit jeder rüber kann, weißt du? Genau, das ist einfach nur, damit jeder rüber kann. Warum kämpfst du gegen mich? Nein! Warum stirbst du? Okay, das mit wahre Jedi wird in dem Level. Das wird nix. Das wussten wir eigentlich vorher schon. Übrigens, an diesen Raum habe ich im zweiten Level gedacht, als ich diese Statue gesehen habe und kaputt gemacht habe. Ah. Ja, du müsstest ja erstmal hier noch drauf kommen. Nein, muss ich gar nicht. Ja, also, es wäre sehr freundlich von dir. Ey, Padme! Hauptsache Anakin wird erstmal abgeschossen. An dieser Stelle hätte die Saga enden können. Written and directed by George Lucas. Genau. Was bringt das, wenn man. Nee. Das bringt Münzen. Ja. Wir wählen kein Vari-Edi, wir werden selber durch. Also wirklich, Vorsatz, wir sammeln jetzt keine Münzen mehr ein, weil es ist wirklich sinnlos. Außer man kann Sachen zerstören, aber Machtsachen. Machtsachen sind halt dann doch ein bisschen sehr ätzend immer. Wenn schon, musst du es mit Zweck machen, okay? Dann musst du so. Oh. Ah. Ich bewege das nirgendwo hin. Ich finde es so schön, wenn man sehe. Warum tötest du mich? Ich habe null Münzen! Ja. Nein! Jawohl. 1100. Machst du mal bitte. Ja, wie man sehr bedrohlich und nutzlos eigentlich. Natürlich. Ich hab schon viel. Achso, wie man sehr bedrohlich und nutzlos das hier machen kann, weil man jetzt viel zu früh vor den Druiden stehen wird. Ich bin gegangen, auch. Ich bin auch wieder. Wieso haben wir keinen Gangen dabei auf einmal? Ich weiß der nicht, ist doch weil der in der Schlacht ist. Ach, der ist in der Schlacht dabei, stimmt, ja. Doch, ja, es hat alles seine Richtigkeit, der ist ja in der Schlacht, wenn er noch wichtig wäre, mit seiner Trotteligkeit, ja, sogar ein paar Druiden ausschaltet. Ja. Und in Wirklichkeit ist das Darth Charger. Das wissen wir aber sowieso, Alter, das ist Sith Lord Charger, Binks. Ja, hier sieht man ihn sogar schon in Disguise. Dahinter steckt, das ist nicht Königin Amidala, das ist dahinter. Für mich ist es Prinzessin Leia, aber ja. So ein bisschen. Bin ich ehrlich. Könnte aber auch das weiße Dings von der Amidala. Nein, das ist Prinzessin Leia. Das kann auch Leia sein. Haben wir hier dunkle Seite? Weil das ein Minikit gibt, wenn du die alle aktivierst. Ja, das sagst du jetzt so, dass es ein Minikit gibt, aber in Wirklichkeit. Bestimmt sind diese ganzen also Lichter an der Wand richtig sinnlos. Das gibt nur das darum, Ding da, genau. Das hier ist. Da kommen wir halt auch nicht.
Du hast dich jetzt dahingestellt. Ich dachte vielleicht automatisch. Ach, halt doch die Klappe. Da musst du einfach die so zurücklenken. Ja, aber ich dachte, vielleicht schießt die automatisch nach oben. Danke. Das ist wie ein Münster, sich so. Ja. Gehen wir lieber. Gehen wir lieber. Bevor das. Bevor wir beide Null haben. Ja, das vielleicht schaffen wir das im letzten Episode 3 Level einfach mit 0 Münzen raus. Das schaffen wir sowas von. Du weißt, wie oft ich da in die Lava fallen werde. Ja, aber ich glaube, zum Schluss kriegen wir noch mal ein paar Münzen. Ja, die verlieren also, wir dann auch noch. Die müssen wir, glaube ich, schon tatsächlich mit Absicht verlieren. Aber recht viel mehr als hier werden es auf jeden Fall nicht sein. Das gibt's doch nicht. Wie steht's du hast die halt ganze Zeit? Du kannst halt nicht blocken in dem Game noch nicht, ne? Du kannst halt nur angreifen und damit blockst du dann halt quasi auch, wenn du die ganze Zeit drückst so. Halt. Und du hältst ja gedrückt und dann ist er halt so in einem Dings drin. Aber du kannst nicht schnell blocken, meine ich. Also du kannst halt nicht so aussehen, okay, ich will schnell blocken sagen. Weil wenn du halt so angreifst und Lichtschwert, dann musst du halt einen perfekt treffen, den Blasterschuss, damit du den blockst. Oder du hältst es halt gedrückt. Ja, du musst halt die ganze Zeit angreifen, also oder dass halt die Bewegung nicht stoppt. Ja, genau. Aber ansonsten. Und ich werde halt dann immer getroffen, gerade wenn ich nicht in der Bewegung bin. Ah ja, das Spiel ist schuld, wir wissen das. Ich find's ja auch tragisch. In Wahrheit schießt eigentlich du mich immer ab. Schießt vor allem ab. Ja. Schlägst du mich noch immer. Ja, nee, ich schieß dich schon ab und dann wechsle ich mal ganz schnell zu Qui-Gon Jinn. Danke. Bist du schwer gestorben? Ja. Nee, ich bin die anderen Mütze tot. Oh. Ey. Also, Leute, ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir hier immer so Lags haben in dem Game. Kannst du nicht sagen. Ich weiß nie, wann es bei dir liegt, weil manchmal liegt es bei mir auch, weil ich gerade eine scheiß Internetverbindung habe, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es bei dir auch so laggt. Ich bin mir sehr sicher, manchmal laggt es nur bei mir tatsächlich. Aber das ist okay. Ich weiß nicht, ich kann mal. Hier kann man nur die Dings. Ach, vielleicht kann man, aber eigentlich müsste das Game das ja locker. Ja, erhöhte Schaff. Grafiken. Ich meine, wie sieht das Spiel aus, wenn du erhöhten Grafiken ausmachst, freue ich mich gerade. Ah, okay. Okay. Dann lassen wollen wir das mal lieber. Ich wollte gerade sagen, wir ändern es lieber wieder. Ja, gut. Ich schaue mich mal rein, wenn wir heute mit Aufnahme Session dann irgendwann fertig sind. Dann schaue ich es vielleicht mal irgendwie mal an, ob ich das wegkriege. Oder ob es Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das gehört irgendwo zum Flair von dem Spiel, weil es eben schon so alt ist. Ich glaube, das muss legen. Ich glaube, es ist Absicht. Bei dem Flute Kriebig, da nicht, da war es ein Spielfehler, aber ich glaube, hier ist es Absicht. Ich kenne das Spiel eigentlich nur so, dass es ein bisschen legt. Das ist einfach so. Ja, kann ja auch gut sein. Das kommt aus einer Zeit, da war solche Grafik noch fortschrittlich. Glaube ich. Ja, vielleicht auch nicht, aber. Aber. Weil, also, 2 Jahre davor wurden gefühlt erst die Videospiele erfunden. So fühlt es sich zumindest manchmal an. Das Ding ist, für das Jahr. Ich bin Qui-Gon, ich hab schon wieder gedacht, dass ich gerade Obi-Wan bin, ey. Also in dem Jahr, wo es rauskam, war das bestimmt sehr fortschrittliche Grafik. Mein Spiel fast immer so fortschrittlich ist, wie in dem Jahr, wo es rauskam. Aber ein Jahr später also, kann es halt wieder Müll sein. Oben was machen, ohne da hinzukommen. Oder das ist ja. Backen. Ja, stell dich mal daran, ich muss mal hier Backabuse. Okay, probier's. Spring mal auf mich drauf. Ja, hab ich gerade vor, aber irgendwie. Ja. Kann man. Nein, ich hab's gewusst, Alter. Warte, ich bin ja dein Schüler. Ja. Du musst dir natürlich folgen. Oder warte mal, ist der Dings vielleicht der Backflip höher als der Doppelsprung? Alter, bin ich insane. Das soll mit Sicherheit nicht so sein. Bin mir wirklich ganz sicher gerade, dass das nicht Ding so ist, ich kann dich halt jetzt, du musst es auch schaffen. Hab's geschafft. Jawohl. Das ist mit Sicherheit nicht so gewollt von dem Spiel. Ich bin der Bug-Abuser, okay? Ein Bug-Abuser, ich sehe es ja. Aber lauf ich an die Wand.
Weiß nicht, warte mal, warte. Ist da. Ja. Ich auch vielleicht. Noch was. Münzen? Oh, war Redi. Oh, nee, komm, bist hier einfach runter. Ein dreckiger Bug. Da brauchen wir eine Kin. Da unten dann. Bäh. Ganz viele Münzen, obwohl das jetzt eigentlich nicht so wirklich wichtig war mit den Münzen. Ja, aber Minikit. Aber das Minikit, das war's auf jeden Fall wert. So, komme ich jetzt hier? Brauche ich da überhaupt einen Backflip? Es war schon disgusting, was ich sagen, gerade so funktioniert hat. Es ist funktioniert, es war schon. Also. Ach, ist, wie sage ich immer so schön, das sind Dinge, die hätte man in Genf vielleicht mit berücksichtigen müssen. Nee, der rote Hut findet, das war der was, was man in Genf hätte. Das war. Müssen. Aber ihr merkt, dass immer noch der gleiche Aufnahmetag ist. Also, wir müssen immer noch unser Trauma von Schulze Kriebig bearbeiten. Das sind sehr das. Nein, jetzt habe ich das mir nicht bekommen, oder wie? Warte, ich spring mal runter. Ist nicht besser. Ich steig aus. Ich steig nochmal aus. Ja, warte, das kriegst du jetzt auch so hin. Jetzt ist die Kamera, glaube ich, hier. Okay. Das gibt's doch nicht. Wieso? Wieso? Ich drück danach nichts mehr. Jetzt. Okay, danke. Dann hätten wir das auch. Nimm ich mit. Zieh dich einfach. Ah ne, warte mal, du musst. Ich kann dich nicht ziehen. Super! Du Sieht wurdest ja. gerade. Ja. Von KI ist für dich zu. Nein, die Kamera. Okay, warte, ich schaff das jetzt. Jetzt lag's gerade bei mir wieder so ein bisschen. Jetzt zum Beispiel. Ja, bei mir auch. Egal, ich schaff das jetzt. Ich schaff das, okay? Jawoll! Geschafft. Ich bin ganz sehr stolz auf mich. Aber wie der erste D2 mich einfach. Ah. So, da bist du jetzt rüber, oder? Mhm. Dräng mich nicht ab. Wir wissen schon, was wir machen müssen. So. Ja, wo war das jetzt? Wind? Das ist da oben über dir drüber. Ach so. Kommst du darüber? Ja, warte kurz, ich komme. Oh, ich wollte dich angreifen. Kann ich da auch durch vielleicht? Nee. Nein. Dachte ich auch nicht. Das wäre auch ein Bug gewesen. Das Wichtigste ist, springst wenn man einen Skill hat, und stirbst, schafft man den Sprung. Tatsächlich? Wenn man keinen Skill hat, dann schafft man den nicht. Das wäre ein Schaff. Kommt drauf an, wenn man. Jawohl. Was ist dann recht? Das ist halt echt close, ne? Wenn du später springst, dann läufst du halt einfach runter. Wenn du früh springst, schaffst du den nicht. Du darfst einmal nur jetzt Obi-Wan spielen. Nein, du sollst kein Obi-Wan spielen. Nee, ich soll kein Obi-Wan spielen. Ich mach schon wieder die Macht-Ding ganz schnell. Obi-Wan Kenobi, den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Achso, ich hab den dritten Part einfach die Zitate vergessen. Stimmt auch wieder. Aber es gab bestimmt eh keine guten. Generell muss ich gerade sagen, Epson gehört für. Für den dritten also, oder sitzen bei der Flucht von Naboo. Nicht wirklich viel. Und auf Tatooine also, war es auch nicht so. Tatooine, ja gut, mit dem Hotrennen. Besonders lustig. Das ist eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte mit Sklaven und so. Wir brauchen Erzone, ja. Echt? Hallo?
Ach, ich bin ein Admin da. Ja, wir müssen halt alle hier hinkriegen. Und die können noch nicht hoch, meinst du? Also jetzt wurde es geschafft. Ich hätte es. Ja, komm mal, springen wir mit runter. Ja, willst du vielleicht runterkommen? Ja, will ich ja. Wo ist denn Obi-Wan? So. Aber wir müssen uns gegenseitig hoch. Ja, genau. Kommst du da? Oder ich mach's da ruhig. Nein, du kannst, sollst auf die andere Seite. Achso, ja, genau. Sorry. Das war ja das. Jetzt erinnere ich mich auch. Das gibt's auch nur in dem Game. Ja. So furchtbar nervig, aber. Der Rest kommt ja automatisch hoch. Ja, den kann man oben haben. So. Jetzt sollte Anakin richtig Anakin durchkommen. Oder ist er schon da? Wir sind alle einfach schon durchgepackt. Okay, Anakin kommt da jetzt. Ich wurde verdrängt. Tja. Ah. Jetzt sind da gleich noch die Piloten befreien. Ja, hier ist ein relativ langes Level eigentlich. Ich bin Obi-Wan, oh Mann. Hey, wie also, oft passiert mir? Du bist blau, hast ein blaues Lichtschwert, okay? Wie gibt's denn, oder? Ja. Also, du bist blau, deshalb verlierst du blaue Münzen. Ergibt's Sinn, oder? Was ist denn das bei mir hier in dem Game? Warum? Es ist einfach nicht dein Spiel. So, wir bedrohlich nie, einen habe ich sogar erwischt. So. Ja, vielleicht hätten wir noch. So, der erste rote Stein. Zack, den muss ich jetzt auch einsammeln. Oh, ich dachte, das ist ein Minikit. Aber es ist ein roter Stein, hochinteressant. Ja, es ist halt kein Multiplikator, deshalb ist es bestimmt was Nutzloses. Aber wir schauen für euch danach. Es ist, Nee, das machen wir am Ende für Episode 1, ich will so schnell wie möglich Darth Maul. Achso, stimmt, wir haben ja, das hast du auch wieder recht. Darth Maul hat keine dunkle Seite, kann das sein? Natürlich hat Darth Maul dunkle Seite, oder? In dem Spiel nicht, glaube ich. Doch. Deshalb habe ich es jetzt schon gesagt, weil... Wollen wir was wetten? Maul hat dunkle Seite. Wollen wir mal was wetten? Tja, um was wetten wir? Nicht, aber er kann keine dunkle, also weißt schon, die dunkle, es gibt ja Sachen, die können eine dunkle Seite machen und so. Ja, ich weiß. Maul kann die nicht benutzen. Zum Beispiel das im Part 3 mit dem Gang. Das kann Maul nicht benutzen. Ich bin mir sehr sicher. Sag ja, um was wollen wir wetten? Ein paar blaue Steine haben wir genug. Ja, das ist. Jetzt dachte ich auch, dass ich genug war. Also. Warum will ich patten, Alter? Ich hab 0. Hat es wirklich 0 Münzen? Ja, zum Glück haben wir das mit dem Arnie aktiv sein gelassen. Ja einfach. Einfach. Das Level muss langsam ein Lände finden. Ein Lände finden, genau. Ein Lände finden. Eine Schweinelände finden. So. Ja. Oh, ein Pilot. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ja. Schlecht. Sorry. Schlecht. Oh, Power-Up. Aber er macht das auch viel schneller mit Power-Up. Das ist so eine Sache. Ja, oh. So, da brauchst du mal wieder Skill. Sag ich ja. Hey, du sollst X machen. Ja, genau, das sollte er machen. Hat er bei mir aber nicht gemacht. Ja, ich hab's trotzdem nicht geschafft. So. Stark. Ja, ich kann's halt einfach. Ja, du brauchst mich, oder? Wie, ich bin. Geh nochmal eine Stufe runter. Reicht das aus? Ja. Ja. So, dann spring ich wieder runter. Ja, genau. Achso, das war gar nicht hier. Das war von der anderen Seite war das. Warte. Backup use. Geht das darauf?
Hey, es muss, Ich glaube, oder? da kannst du dich draufstellen, oder? Das hat keine Hitbox, glaube ich. Oder? Ich sag, das geht. Ja, nee, achso, ich kann ich jetzt... teste. Oh, das auch, der hat eine Hitbox. Ja, muss man halt... Ah, du bist aber wirklich... Hier kannst du wirklich nicht hochspringen. Ja, schon nicht so. Na gut, dann... Würde ich sagen, nehmen wir einfach die beiden. Ich hab grad schon den runtergeholt, ne? Ach so. Ist nicht mehr da hoch. Ja, aber ist da, kommen wir da nicht weiter? Ich hab's nicht gesehen, ich war beschäftigt mit Springen. Musst du nur ihn da holen. Ach so. Den einen befreien musst du da nur. Ist schön, dass du putzt. Das sind so sinnvolle Sachen, die du machst. Finde ich auch. Ja, und ich hab's natürlich wieder komplett... Aber warum kann ich den nicht umfahren, Mann? Aber einfach komplett versorgt wieder. Warum kann ich das große Ding nicht verwenden? Ah. Wie trifft er mich? Weiß ich nicht. Aber es gibt kein Herz für dich auf jeden Fall. Gibt's nicht. Ja. Also das wird den Blackflip. Das war schon. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht möglich. Ohne Gang. Nee. Nee, das gibt's sicher nicht. Komm, wir müssen nicht alles abusen. Das ist mir sehr sicher, dass ja, das ja, aber geht. Das geht nicht. Warte mal. Oh. Oh, hier ist ein Abgrund. Warum ist hier ein Abgrund? Das ist eine gute Frage. Das macht halt überhaupt keinen Sinn eigentlich. Okay, weiteres Szenario. Stell dir vor... Was ist ich? Was ist Naboo? Das ist Frankreich, oder? Ist Frankreich gut? Ist Frankreich für Naboo? Bist du immer ein europäisches Land halt? Nee, das meinte ich das nicht. Das meinte ich nicht, aber jetzt will ich es auf jeden Fall so nehmen, den Vergleich. Also genau, du willst Frankreich invasieren? Bester Vergleich, Felix, danke. Das war gar nicht meine Intention. Nein, aber es also, ist so ein anderes westeuropäisches Land. Und ja, was weiß ich, du gehst in so ein Museum und auf einmal ist da ein Abgrund. Wo sie ja noch verletzen können. Auf einmal ist da noch Baustellenarbeiten und die sind nicht abgesperrt. Ja, kennt man ja. Ungefähr so ist es halt wieder. Wart ihr alle schon mal im Louvre? Oder Mona Lisa? Das ist ein 30-Kilometer-Krater. Das heißt man doch. Ja, das, den haben sie seit dem Ersten Weltkrieg nicht raus. Also nicht zugeschüttet, das weiß man doch. Genau. So. Also, ich muss sagen, vielleicht finde ich weiterhin sehr gut. Also, stell dir vor, voilà. Du willst Frankreich invasieren und landest in Jordanien. Ja, es ist alles gut. So, wo sind die anderen beiden? Das Ding ist doch, unser Witz, zwingen wir die Zuschauer natürlich, das ist taktisch sehr schlau von uns, alle Parts zu schauen, weil wir immer wieder aufeinander aufbauen. Bestes, wir machen das gar nicht absichtlich, wir machen das ganz automatisch. Ich habe keine Ahnung, also der Konflikt mit Jordanien ist 3 Part und 4, glaube ich. Oder ich weiß es nicht mehr. Weil ich ein paar 3 Show angedeutet habe, so ungefähr. Und sowas, also. Es ist schon sehr gewieft, was wir hier machen. Versuch mal, ganz kurz, kann man das so abusen, als wenn du als Jedi. Oder wenn du so. Oder, ja, ja. Ja, genau, doch. Können wir abusen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht so gedacht ist. Nee, aber was bringt nicht. Das? Die Frage ist, was bringt das? Anscheinend nur Stats. War 2. Nein, nein! Stark. So, wir müssen irgendwie noch da oben, wir müssen dann noch nach oben auf die Dings da, auf der Seite. Willst du mal quer sein? So, stell dich mal damit auf einmal, genau. Ja, ich will die... So, sehr gut. Sehr gut gemacht, so, mein Vater war. Dann den einmal da und dann... Ich wollte die Piloten eher töten als den Druiden. Das Gesicht von denen hat mir nicht gepasst, weißt du? Ja, nein, jetzt komm. Komm! Ich will Bug-Abuse. Oh. Nein! Die liebe goldene Münze noch aufgesammelt. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? R2. R2 brauchen wir. Aber was können wir mit dem... Ja, die können wir dann hochmachen, sobald R2... Nee, ist das einfach für Münzen. Ich glaube, sobald wir R2 machen, ist das Level vorbei. Aber probieren wir es einfach mal. Müssen wir die noch hochziehen? Ich glaube, wir müssen die... Okay, nevermind.
sorry. Ich finde, du solltest öfter auf mich hören, schließlich bin ich der Meister, auch wenn du es die meiste Zeit nicht mehr im Spiel annehmen willst. Auch wenn du immer denkst, du bist Qui-Gon und so, bin ich der Meister. Qui-Gon hat gesagt, ich soll in dem Cockpit bleiben. Oh, da ist er wohl ein Superschlag. Ah, der bringt ja gar nichts. Ja, perfekt. Bringt wirklich nichts. Aber ich einfach, du hast Jar Jar und machst einen Superschlag. Achso, ja. Ich habe gerade gewundert, warum geht's nicht weiter, aber. Ja. Ja, wir waren doch sehr gut. Ja, wir waren sehr, sehr gut. Ja, ich bin viel Minikits. Das mal 10, das war Rede im Prozent, das finde ich schön. Ja. Und dann im nächsten Part gibt es einen aufs Maul. So. Genau. Möge die Macht mit euch sein. Servus.